Jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist ein bisschen auf der Karte Hochflagge reloaded mit dem Schweizer. Hallo. Mit dem Farb. Hallo. Und ja, wir haben noch Mods mit reingenommen und zwar so ein wunderschöner Sprinter und noch dazu ein Anhänger, also hier dieser Umbauer. Und ja, wir haben damit ausgerechnet, dass wir, wenn wir diese drei Sprinter verkaufen, was gerade Farb schon macht, dass wir dafür einen Sprinter, also einen Mercedes kaufen und einen Humbauer Anhänger für Müll oder für die Ostertasche und sowas halt. So, perfekt. Und, ja. So, ich kaufe jetzt meinen. Ich auch. Achso, können wir alle drei kaufen? Ja, klar. Welche Farbe nehmt ihr? Ich nehme blau. Austrein? Weiß ich nicht. Ich nehme schwarz. können wir Gitter aufbauen? Nee. Okay. Kannst du auch. Weiß nicht, was ich nehmen soll. Ja, die Plane und so kannst du, glaube ich, nicht öffnen, nur von außen. Und noch plus Anhänger oder wieder was? So, ich würde sagen, mit plus Anhänger. Okay. So, das sind unsere drei. Habt ihr jetzt schon jeder einen Anhänger gekauft? Ja. Ja, außer du, so wie es aussieht. Ich wollte ja nur fragen. Meiner! Meiner! Ja. Meiner! Mann! Ihr wisst schon, dass ich. Achso, wir haben ja irgendwann das Ding gepumpt. Meiner gibt's ja nicht. Danke. Bitte. Ich warte mal kurz auf euch. Ich hab einen Sprinter. Ich hab einen Sprinter. Nur weil ich 15 Minuten dafür gebraucht habe. Für was? Ich hab den eben rausgesucht. Ihr könnt auch im Numpad 0 da einen Plan drauf machen auf den Anhänger. Sieht er so aus wie meiner. Ja, vielleicht solltest du nicht die Seiten vorher öffnen. Scheiße. Ich mag Gummi. Warte, haben die URL die Dinger? Nee. Nein. Das können wir gerade diese Big Bags so mitnehmen. Ich bin schneller. Nein! Was rein? Was denn? Ey, dieser KI, der Anhänger hat keine Kollision, da fahren wir einfach durch. Oh Gott. Hey, warte mal. Macht ihr da seinen kompletten Anhänger auf? Ja, das ist ein bisschen luftiger jetzt. Mit Alt 5 kann man da. Hallo, mit Alt 5 kann man da Rampen ausfahren. Alt. Nice. 5. Hallo, was Radio an? Alt Numpad 5, mein. Achso, sag es doch, Pet. Alt Numpad 5. Was geht denn jetzt ab? Gute Idee. Und mit 7 und 8 macht. Mit 7, 8. Mit Numpad 7, 8 und 9 macht er die Rampen auf, allerdings auch vom Sprinter. Digga, fährst du mal. Hä, wohin soll man denn überfahren? Die waren jetzt erstmal, glaube ich, für oben gedacht, oder nicht? Achso, okay, dann fahrst du oben. Ja, jeder ist jeder sein Gespann, Alter. Hab ich so gedacht. Ja. So für jeden so sein mobiles Gerät. Kann ich das mal Schild drauf machen, schwarzer Stumm oder irgendwie sowas? Ne. Na schade. Leider nicht. Alter, Junge. Stimmt, Nummernschild einrichten. Kurzer Zwischenstopp. Nö, ich weiß hoch. Das hat niemand gesehen, dass ich fahre ohne Nummernschild. Ich bin direkt hinter dir. Alec! Ich mach gerade mein Nummernschild, könnte da dran liegen. Bei mir nächstes nicht, auf jeden Fall. Ne? Ah! Nein!
Was? Ja, was? Was? Ja, genau. Ja. Abi ist immer noch unten. Ach, du bist ja irgendwo reingefahren. Nö, ich hab mein Nummernschild gemacht. Nein, Oskar. Wie? Ich hab gar nichts gemacht, Alter. Ich bin doch am ich ersten. Ich hab nichts gemacht. Es heißt erster, heißt es. So, überholen. Ja, läuft. 90 km/h. Halt! Da, der Hänger. Leicht und schlecht. Wie kann das da? Mein Anhänger ist irgendwie auf dem Kopf. Nein! Ja, der Baum war auf jeden Fall vorher nicht. Ostrein, der hängt durch den Boden durch. Was habt ihr schon wieder gemacht? Soll ich kommen? Soll ich kommen? Ja, bitte. Eigentlich entweder ich versuche uns im Rahmen oder wie soll ich sparen? Soll ich auch kommen? Ja, der Anhänger liegt auf dem Kopf und lässt sich nicht mehr drehen. Soll ich auch kommen? Nein, weil dir geht's ja nicht gut. Nice. Junge, auf also, dem Feld Pferde, er ist 36 nur diese. Alter, ich glaube, mein Hänger ist futschi. Darf ich meinen Hänger zurücksetzen und verkaufen? Warte zuerst. Hab ich schon verkauft? Nein, verkaufen wenn dann ja nicht. Mann, ich will meinen Anhänger. Ja, warte mal. Ah, ich kann wieder ankuppeln, passt. Passt das, Alter. Penner. Brumm, brumm. Muss vielleicht Allrad reinmachen, dann ist er schneller. Hast du, Schweizer, hast du genauso der gleiche? Was? Hast du genau der gleiche Sprinter wie hier, da? Jawohl. Nur mit Planaufbau. Achso. Ja, aber die Plane, die ist ich jetzt gedacht, so, ich hätte gedacht, so einen ähnlichen wie der Ford Transit hättest du. So nee, ich hab wirklich einen Sprinter. Warte, ich kann dir das Foto sehen. Hat keiner gesehen. Hab ich wirklich nicht. Gut. Ich bin noch viel zu weit hinten. Ich hab's wirklich auch nicht gesehen, weil ich gerade reingetappt bin. Noch besser. Wo? Na, da kommt der schon wieder. Mach aber kein, nicht mal so ein gutes Überholmanöver. Okay. Ey! Hey, wenn man Allrad rausnimmt, wird er sofort langsamer. So, der. Die Plan. Oh. Da! So. Die Plan ist aber jetzt weg. Ah, Junge, fahr doch zu! Scheiße! Alter, ich bin doch dran! Alter, ich bin doch Erster! Alter! Nice! Zählt nicht, ich bin am Schild hängen geblieben. Ich bin Erster. Ja, du bist generell auch hängen geblieben. Erster! Oh! Nein! Wo ist der? Er landet im Feld drin. Was? Nein! Du machst die ganzen Rotkohl-Dinger kaputt. Nein, der Hänger bin nicht mit. Die Reifen machst du so kaputt. Die Reifen machst du mal kaputt machen. Jetzt kommt der wirklich nicht da raus, oder was? Ach, come on! Ja! Ja, nice! Häng mit den Hänger gleich wieder an und ab! Jetzt muss ich zurück, Alter. Schwede. Vorwärts, mach Allrad. Nein! Ja, Alter! Alter, du Trottel! Du hast selbst den angehoben! Ich auch. Alter. Es ist, glaube ich, nicht so gut, wenn ihr beide gleichzeitig anhängt. Hey, ich kuppel an. Mein Telefon klingelt. Allrad rein. Ja, ist ja schon drinnen, Junge. Ja. Warte mal. Fahr bitte nicht über den Rotkohl. Der wird sofort geerntet dann. Stopp, ich mach auf. Stopp. Ich krieg's raus. Ah! Ja, nein! Ja! 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 Ja, doch besser!
Ah, Schwede, du Junge. Nee! Das war geil, Alter. Alter. Schweizer kann fliegen. Na, oh. Sorry, war wirklich ein Schwabsitz. Eieiei, Schweizer kann fliegen. Ja, ist dran. Nice. Ja, was machen wir jetzt? Hey, wie kannst du die Plane an den Seiten so öffnen? Das hat nur aus reingeschaut. Du hast die... Hey, ich kann die Plane an den Seiten nicht öffnen, wenn ich... Hey. Wenn ich aussteige, ist die Plane bei mir auch offen. Bei mir ist sie immer offen. Bei mir ist sie zu. Ja, bei mir ist sie auch zu, wenn ich drin sitze, aber wenn ich aussteige, nicht. Doch, bei dir war sie ja offen. Ja, jetzt ist sie offen! Nein, jetzt ist sie wieder zu. Nee, jetzt ist sie offen. Hä, wieso ist sie jetzt bei dir auch offen? Hä? Alter, das ist ja... Ja, die ist auch offen bei dir. Nein, die ist zu. Bei mir ist sie offen. Schweiz, war die bei dir gerade zu? Die ist jetzt offen. Nee, jetzt ja, hast du mach jetzt mal, drück jetzt mal 0. Also Numpad 0. Jetzt ist sie zu. Jetzt ist sie offen. Nee, jetzt nicht. Nee, offen. Bei nein, mir ist zu. Nein, die ist offen. Mach mal 0. Genau. Lass mal. Oh, nee. Die ist gut. Alter, was machst du? Die Rampen haben keine richtige was? Kollision. Wie? Alter. Ja, du bist einfach nur zu breit, glaube ich. Er ist so rum. Alter, und jetzt mache ich noch vom Sprinter die Seitenbohrfahrt. Ja, knapp. Ja, ist zu breit. Ich setze meinen Anhänger an Seite, was ist, damit was, man... Ich will nur was... Jetzt ist es zu. Wenn ich es zu mache, ist es offen. Ich glaube, bei mir ist die immer offen. Die ja, bei dir ist es offen. Ja, immer offen. Auch wenn ich reingehe, ist es auch offen. Ich weiß nicht, jetzt eigentlich man... rot? Ich weiß nicht, wie kann man die auf und zu machen. Ich probiere jetzt mal was. Es kann zwar nur schief gehen, aber naja. Was machst du? Nein, das geht nicht gut. Nein, das geht nicht gut. Schweizer aus. Oh. Warte, ich muss nicht mehr. Nee, wer hat mir jetzt den Seitenladen zu... Hä? Achso. Was denn? Ist doch alles offen bei dir. Ich muss mit ein bisschen Schwung draufkommen. Hä? Die Seitenklappen bei dem gehen nur auf, wenn hinten das Ding dran ist. So gehen die gar nicht auf. Ich hab's halbwegs guck geschafft! Mal. Ja! Guck ja! Mal ab und mach dann mal auf. Komm on. Ich mach jetzt mal die Seitenklappen beim Sprinter aufzumachen. Das geht nur, wenn der Anhänger dran ist. Oh, ich hab jetzt gerade das Licht angemacht. Arbeitslicht hab ich jetzt angemacht. Nice. Ja, hey, das ist ja komisch. Gut, ne? Irgendwie komisch, oder? Ja, aber es ist gut, dass wir einen Humbauer drin haben. Vielleicht ist der Eck, vielleicht sind das so die gleichen Morde auch bald. Ja. Können wir jetzt mal so sagen, weißt du? Einerseits gut, andererseits schlecht. Gut, weil dann kannst du den aufmachen. Schlecht, weil dann musst du immer den Dings dabei haben. Ja, aber ich denke, wir fahren eh die ganze Zeit mit Anhänger, was fängt es eigentlich schon an. Boah, der Hänger ist ein bisschen flach. Hey, ich kann nur eine Seite jetzt gerade irgendwie aufmachen. Ich kann überhaupt nichts aufmachen, also dann ist es ein bisschen verbuggt, bin ich sicher. Ja, ich kann nur mit Numpad 7 aufmachen. Numpad 7, also was geht's bei dir oben links angezeigt? Wenn müssen wir einen Trecker so von A nach B bringen? Links. Schweizer. Hä? Ich kann Schweizer. Nur öffnen. Wenn ich auf den Anhänger ausgewählt habe, dann kann ich schon die beiden. Was denn, Fabi? Vielleicht. No. Snacks, dezent bei mir. Zeitlich. Lol, Gott. Wow! Was tut denn? Tut denn? Ja, jetzt bin ich irgendwo nirgendwo. Wo bist du jetzt hin? Ja, das geht wohl nicht gut mit dem. Ich stelle den Anhänger hier ab.
und fahre jetzt mit dem Auto. Aber wohin? Wenn ich hänge den Anhänger ab, dann ist es bei uns auf dem Hof. Ich mache jetzt hier auf und ernte Rotkohl. Nee, noch nicht. Nicht? Okay. Noch. Dann hole ich Gurken. Ist auch noch nicht fertig. Noch nicht mal eine Kiste voll. Echt? Aber wir müssen eine andere Beschäftigung irgendwie. Ja, wir haben nicht wirklich was anderes. Ja, gut geladen, Schweizer. Ja, keine Bremsen! Echt gut geladen, Respekt. Ja. Ja, siehst du? Ich weiß, was ich mache. Folgenlänge? Weiß ich nicht. 15 Minuten. Schweizer. Was machst du denn? Was rein? Spielgas vielleicht ein bisschen transportieren. Nimm doch den Sprinter vor dem Hänger. Hä? Wie soll ich denn Biogas mit dem Sprinter transportieren? Ja, Sprinter sicher. Und dahinter dann das Kottefass. Ja, ganz genau. Nee. Ey, Schweizer. Was denn? Das war fast mein Anhänger. Das war... Schweizer, wie viel Gigabyte bist du jetzt? 4,1. Aha. Waren nicht bei 15 Minuten? Ja, aber es war immer ein bisschen länger. Also. Ja, stimmt auch wieder. Ey, geh vom Kotterpass weg, Junge! Ja, bin ich doch. Komm auch gerade auf den Hof. 27 Rotkohlfurzer. Naja, ist ja nicht. Warte einfach, bis alle Felder voll sind. So ist gut. Ja, die sind eh alle gleichzeitig ich voll. Ich spreng meinen Hänger auf den Hügel. Wieso? Weil du zu nah dran bist. Du hängst da drin. So ein bisschen. Boah, Junge, ich hab Allrad so ein schmalen alles drin. Ja, das ist eine coole. Das ist eine richtig fette coole. Stückchen, 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 stopp! Nice. Ist dran. Ich hab sogar Wasser drin. Wir brauchen so ein bisschen Wasser rumfahren. Was probierst du da, Schweizer? Ich bring meinen Hänger auf den Hof. Das ist mein Hänger. Nein, das ist. Junge, was gerammt ist denn? Alter. Schweizer. Mein Hänger berührt niemand. Ich bring den jetzt auf den Hof. Ach man, wo kostet das ganze Wasser? Ach, das ist dieses Wasserbecken. Also ich fühle mich Feld. Ich fühle mich jetzt tatsächlich. Hinten das letzte Treibhaus. Ich fühle mich in der letzten jetzt, Reihe das erste Treibhaus. Okay. Ich fühle mich Tatsache, wie ich werde wirklich in meinem richtigen Sprinter hocken. Zwar jetzt gerade ernsthaft, mein richtiger Sprinter hat jetzt gerade im Moment einen Motorschaden. Der ist natürlich in der Garage. Hast du ein bisschen so hoch gedreht, dein Sprinter? Ja, der weiß ja, der hat Der sechs, das ist ja ein Sechsgang Schaltgetriebe. Und der sechste Gang hat eine Abregelung bei 155 und ich bin schon mit 159 gewesen, weißt du? Das tat ihm gut. Du hast ja schon Hintergrundgeräusche. Tab. Ja. Lass das. Du hast. Ich war da zwar, aber keine Ahnung wie. Keine Ahnung wie. Laut. Jetzt man hat immer noch Wasser drin, Toast 800. Ja, doch was bei den Tomaten. Ja, fahr ich ja schon. Soll ich mit dem kleinen, wo wir eben mit die Mist-Dings geholt haben, soll ich den zum Hof fahren? Ja, das wäre nice. Lad doch den auf den Hänger und bring den. Dezent ein bisschen zu schnell. Aber naja. Ich sage. Was wolltest du noch sagen, Frank? Ich fahre den nur zum Hof, mehr nicht. Okay, ja. Der letzte Film wird, glaube ich, nichts vorgestellt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schaut bei den anderen Typen da vorbei. Ist immer ein Video, wo ich natürlich verlinkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.